Frage. Ja, was kommt als nächstes? Was sagt die Regierung? Müssen wir grüne Hüte tragen? Schützen die grüne Hüte auch, genauso wie die Mundschutzmasken? Das war ein kleiner Ausstieg aus Deutschland. Ja, bei uns läuft es auch nicht viel anders. Wir haben noch nicht so viele gewalttätige Polizisten wie in Deutschland. Hat aber auch bei uns bereits schon viel. Leider. Ja, ich möchte da nur einen Kommentar. Das ist ja meine Spezialität. Ich kommentiere die Sachen. Das sind nicht eigentlich Artikel, das sind meine Kommentare dazu. Und da wollte ich jetzt nur einmal zum Anfang zurückgehen. Man hat am Anfang erzählt, da kommt ein Virus, also ein Erreger, von China her. Und nein, wir haben noch keinen. Oh, dann haben wir dann plötzlich einen. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ja, aber wissen Sie denn, wenn es dann warm wird, dann ist das kein Problem, dann ist der Virus fort. Nun ja, es ist schon sicher, ganz sicher, etwa dreimal in dieser Zeit mehr als 20 Grad gewesen. Ein Stück mehr. Wir haben das Problem ja immer noch. Wird gesagt. Es wird überhaupt noch einfach immer gesagt. Zeigt, wirklich zeigt, wird gar nicht. Es wird immer gesagt. Es sei dann so und so oder so. Ja, man kann ja in die Spitäler schauen. Leer bis am Bach aber. Das Virus ist scheinbar immer noch eine Gefahr. Auch wenn es jetzt wärmer ist. Und die zweite Welle weiss man ja heute schon. Ist ja so etwas von lächerlich. Werden auf das reingeht, tut man dann ziemlich leid. Es ist ja logisch. Jeden Herbst fängt langsam aber sicher die Grippewelle an. Sie baut sich dann langsam auf. Das ist jeden Herbst. Und dass ein Corona wird sie. Das ist ganz klar. Seit 60 Jahren sind es ja fast nur noch Corona. Oder alles Abarten von Corona, wie sie da sagen. Dann aber wieder wirklich gesehen hat noch kein Mensch auf dieser ganzen Welt das Virus. Sie können sich irgendetwas Chemisches analysieren. Und dann wird gesagt, das ist Corona. Aber genau das Gleiche analysieren kann man auch mit Papayafrüchten, mit Motorenöl, mit Durianfrucht, also Jackfruit, mit Geissen. Ist egal. Es ist dann Corona-positiv. Nun ja, dann sollen mal all die Dieselfahrzeuge stehen bleiben, die da Motorenöl brauchen oder Benzin. Die dürfen doch nicht mehr rumfahren, die positiv sind. So ein Witz. Und ich möchte nur mal darauf aufwerfen, wirklich. Legt eure Gutgläubigkeit ab. Unser Bundesrat ist nicht das, was uns gesagt wird, wer er soll sein. Das sind nicht die lieben Netten von nebendran. Das sind ganz bewusst platzierte Leute, die für Vorgänge, die geplant sind, eingesetzt werden. Und dann sind sie zu anderen eben auch immer noch lobbyiert. Und das ist auch im Parlament so. Die Lobby hat, das ist eigentlich ihr Ferienhäuschen, das Bundeshaus von der Lobby oder von der Lobbys. Und die Pharma ist da ganz maßgeblich drin. Banken und Grosswirtschaft natürlich auch. Ja. Und dann will es einfach nicht gehört werden, es kommt auch nie in der Presse, was da wirklich abgeht. Zum Beispiel ein Blick oder 20 Minuten, das sind die beiden Schundblätter von der Zeit. Und die sind wirklich jenseits. Und die Leute sollte man, die so schreiben und solche Redaktionen so leiten, die sollte man verhaften. Echt, wirklich, die sollten verhaftet werden. Und nicht friedliche alte Leute, die an eine Kundgebung gehen und einfach anstehen. Und niemandem etwas machen. Und nicht nur alte, auch junge. Also auch die sind friedlich. Außer Polizei habe ich noch nie jetzt etwas gehört oder gesehen, dass irgendwas gewalttätig gewesen wäre von Seiten von der Kundgeber her. Noch nie. Nur die Polizei. Nur. Und sie beruft sich immer auf das Diktat von Bern, auf das Notstandsgesetz. Sie müssen das. Sie sind verpflichtet.
das durchzuziehen. Und sie haben den Auftrag. Ja, also wenn ich weiss, dass mein Chef ein Sauhund ist, ein Mörder ist, dann arbeite ich nicht mehr für ihn, oder? Wer da die Kantonsregierung leitet, sollte sich bewusst sein, dass er da ein kriminelles Konzept unterstützt. Und wenn er da weitermacht mit diesen Verordnungen durchsetzen, dann wird er selber zum Mitschuldigen und Mittäter. Oder ihn. Weiblich oder männlich ist da egal. Wir wissen alle, wer der Bundesrat ist. Wer ein bisschen etwas nachgeforscht hat, hat es herausgefunden. Also wir haben da den Bundesrat am Ruder von dieser ganzen Corona-Geschichte, der komplett der Pharma hörig ist, der durch und durch lobbyiert worden ist von der Pharma und wirklich ein riesen Fan ist von Pharma und alles am liebsten will weghaben, was irgendwie natürlich will, daherkommen. Und gleichzeitig ist der Bundesrat so auffallend wie die anderen auch, die da weltweit an dem Thema dran sind und den Plan durchboxen wollen, ist der Bundesrat auch ein Liebhaber von pädophiler Kunst. Das heisst Kunst, wo zum Beispiel eine Figur am Boden liegt, eine Holzfigur, und drauf auf dieser Holzfigur hat es eine andere Holzfigur, die mit dieser Holzfigur drunter verschmolzen ist, und das ist ein Kind und das ist eine eindeutige Geschlechtsaktdarstellung. Oder mit Goats, mit Pizza Gate Codes. Wenn euch das etwas sagt. Pizza Gate ist der grosse Skandal, der da in Amerika passiert ist. Und schon der Mesta und ja, der Epstein etc. All die Leute drin sind. Bill Gates auch drin ist. Ja, ganz schön auf der Passagierliste von dem Oberzuhälter Epstein. Immer wieder auftaucht. Und auf andere Leute auch. Halt Leute, die aus diesem Milieu kommen. Von dieser sogenannten neuen Wissenschaft. Die keine Wissenschaft, sondern Unsicherheiten und Lügen in die Welt entlässt. Also man kann das schon beim Lockdown anschauen. Überhaupt, ich komme nachher gleich dazu. Der Bundesrat, der hat die gleichen Anlagen wie die Leute, wie die eugenischen Impffreunde eben auch haben. Sie stehen auf Kinder. Und das geht gar nicht. Nein, das geht nicht. So ein Bundesrat muss sofort, und zwar wirklich sofort, zurücktreten. Macht er das nicht, wird es nur noch schlimmer. Und dass die anderen Bundesräte noch decken, finde ich nicht doppelt schlimm. Also, wann ist der Lockdown gemacht worden? Der Lockdown ist dann gemacht worden, wo die ganze Kurve schon am Abflachen war. Also ein völliger Blödsinn. Ein kompletter Stuss. Und dann wird empfohlen, dass man Masken anlegen soll und solche Scheiss trägt. Die Immunität der Bevölkerung wird so überhaupt nicht mehr garantiert. Und so wird es auch so sein, dass der Corona-SARS-2 auch nicht kann weggebracht werden. So bleibt er ganz sicher zur Verfügung für die ganzen Impfprogramme, die hier durchgezogen werden wollen. Und für die ganzen Kontrollgeschichten, die eingerichtet werden wollen. Und auch für Bargeldabschaffung ist ja auch ganz, ganz ideal, weil man dort dann viel lieber kontaktlos zahlen. Ja, darum hat in meinen Augen Schweden zum Beispiel keinen Lockdown gehabt. Weil sie schon sehr weit sind mit der Bargeldabschaffung, die wird fast nur noch digital überwiesen und zahlt. Also wie beschränkt muss man noch weiterhin sein, dem ganzen huren Schwachsinn weiterhin wollen zu glauben und zu denken, ein Virus sei die Gefahr. Nein, die Gefahr sind die Typen, die das machen. Das ist es. Und die Gefahr sind dann solche Polizisten, die diesen Typen noch aus der Hand fressen und alles machen, was befohlen wird. Und nicht mehr hinterfragen. Die Polizei brauchen wir auf der Seite der Menschen und nicht auf der Seite der Lügen, Dieben und der Mörder. Das sollte mal klar sein. Und bei der Presse ist genau das Gleiche.
Blick und 20 Minuten sind in den letzten Tagen wieder zum Kotzen. Wirklich zum Kotzen. Solche Journalisten gehören einfach nicht an ein Pult. Wirklich nicht. Und nicht auf die Menschheit losgelassen. Die ganze Zeit. Ich könnte ganz sicher sein, wenn ihr das Wort Verschwörungstheoretiker lest oder rechtsextrem, dann ist es nicht so, dass es so ist. In 99,9% der Fälle ist es nicht so. Sondern es ist genau das, wo die Menschen, die da gestanden sind und das sagen, also, es ist genau so. Sie versuchen es nur zu verdecken. Und das machen sie seit 1967 so. Das ist ein System. Und da fällt jeder drin rein, es funktioniert hervorragend. Ja, einmal sagen, ach, das ist Verschwörungstheoretiker, ach, das sind doch Nazis. Und niemand glaubt es mehr. Und der Ruf von diesem Menschen ist dann im Keller. Eventuell auch die Existenz. Ich kenne das sehr gut, leider. Und ich kenne leider auch sehr viele andere Fälle, die hier in der Schweiz so gelaufen sind. Wenn wir ein Land mit Menschen wollen sein wollen und nicht mit Schafen, nicht wollen als Herde einfach durchdirigiert und gelenkt werden, dann haben wir jetzt aufgestanden, zwar alle, egal wer, alle. Und Polizisten und auch die Journalisten, die haben sich jetzt an die Seite der Menschen zu begeben. Wer weiterhin auf der anderen Seite hockt, macht sich mitschuldig und ist ein Mittäter. Und ja, muss sich dann nicht wundern, wenn es dann anders ist. Wer Freiheit für die Sicherheit und dann noch eine scheinbare Sicherheit aufgibt, hat am Schluss mit Sicherheit alles verloren. Oder beides verloren. Ich möchte nochmal dafür aufrufen, dass wir müssen alle sein, so viel wie wir es nur können sein. Es soll eingesehen werden, was da wirklich gemacht ist. Es soll mal angeschaut werden. Und es soll hingestanden werden, bitte, für die eigene Freiheit und die Freiheit von uns allen. Egal in welchem Kaff oder Dorf oder Stadt, wie man es immer nennen will. Machen das überall. Machen Spaziergänge, machen Mahnwachen. Ich können wir alle Daten können wir angeben. Wir machen das alle miteinander zur gleichen Zeit am Samstag vom 2 bis 3. Damit haben wir kein Durcheinander. Jeder weiss, es ist jeden Samstag vom 2 bis 3. Bitte dönt bei mir hier im Kommentar Liste Ihnen eure Daten, wenn ihr es schon bekannt habt. Und schreiben Sie Ihnen, dann nehme ich es auch in meine Webseiten auf. Und wir machen dann einen richtigen Kalender, wo alle Mahnwachen statt Wahnmachen stattfindet. Vielen Dank euch für euer Mittun, fürs Leben und für unsere Freiheit. Vielen Dank.